Okay, meine lieben Freunde, ich möchte hier mal einen kleinen Ausflug starten in Rainis kleines Mini-Studio-Weltteil. Ja, also ich, keine Ahnung, ihr könnt ja mal ein bisschen rum. Ich gucke erstmal ein bisschen so hier. Ups. Leider ist mein Kabel sehr kurz. Und von daher gesehen habe ich so viele Möglichkeiten nicht. Okay, fangen wir an. Okay, hier MIDI-Keyboard. Ja, da kann man dann das Ding in den PC stecken und dann so Plugins spielen, ne? Spiele ich relativ selten, aber so die Orgel-Sounds, boah, neuerdings ja. Hier so mein damaliges Vorbild. Da schauen wir, das ist ein Fenster, da scheint immer die Sonne rein. Mein PCchen, so ein Fuji, Yamaha, Pipapo 3,4 und so weiter. Was habe ich mir denn da drin? Ja, so jetzt inzwischen 3 GB RAM und Pipapo. Monitorchen. Schauen wir mal. Ah, so also ein bisschen das Zimmer, das zum so Decken, das ist ein Teil so von 1735 oder sowas. Also schon sehr interessant irgendwie damals gebaut. Ne? Ups. Ja, hier ist dann so, da ist so mein Lager für meine Gitarren da hinten so. Und das ist meine Akute, ja, da kommen ein paar Töne raus. Schauen wir mal. Geht, ne? Da hinten so Verstärkerchen, meine Gibson, dann sieht man dort irgendwie, weiß nicht, meine, also die Karriere-Rennbahn von meinen Kröten, sind aber jetzt gerade nicht am Rasen. Ja, fangen wir mal einfach an. So, hier so ein Gitarrenteil, VG 88 von Roland, bin damit sehr zufrieden, ja. Hab's zwar am Tisch stehen hier, um zu schonen. Hups, ja. Dann hat Hotti vergessen, ein kleines Mischpult. Jo, im Endeffekt hier dieser von des Helikon, so ein Gesangsteil. Das ist nicht schlecht hier. Man kann mal verschiedene Aktionen hier so machen und von auch hier irgendwelche extremen Sachen und. Jawohl, man könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, Reini, hast ein Rad ab. Ja, das habe ich dem gleich hier. Ihr versteht ja, also da kann man mitarbeiten. So, machen wir wieder ein bisschen normal. Ja, da so ein kleines Teilchen hier, was so mein, wie sagt man irgendwie, die Verbindung zum PC und rückwärts macht, das rote Teil da. Ja. Edirol. Mörlich nicht. Also früher eigentlich nur mit dem Teil da hier. Yamaha Mischpult 8 Spur. Ja. Daneben habe ich noch so ein für Geigen und geile Teile so, so ein GR20 von Roland. Kommt wirklich cool. Werde ich mal in einer der nächsten Filme mal vorstellen. Also echt volles geile Orchester. Ne? Ja, ansonsten habe ich nix, ne? Puh. Da sind ein paar Multiboxen, damals noch vom nicht gut günstiger standen. Und die andere. Ja, das wäre jetzt mal so ein Teil von meinem Equipment. Und ich kann ja mal so ein, zwei Teile vorführen. Mhm. Gerade VG ist sehr interessant und auch dieses Guitar Rig. Was ich also da jetzt habe, irgendwie ganz, ganz vielen lieben Dank, würde ich noch sagen, an meinen ganz, also einen sehr netten, lieben Freund aus Polen, den Darius, den würde ich jetzt hier an der Stelle ganz besonders grüßen. Ja. Es passiert zwar nicht viel, aber jetzt gerade meine ich, aber jetzt im nächsten Film werde ich dann mal was vorspielen. Also, bis demnächst.